Hi Freunde, mein Name ist Apostelli. Seit mehr als 6 Jahren betreibe ich E-Commerce und im heutigen Video habe ich mir die Zeit genommen, dir haargenau zu zeigen, wie du deinen Shopify-Shop von zu Hause aus aufbauen kannst, damit der verkaufsstark ist, damit der gut ausschaut und damit du deinen Schritt näher kommst, deine eigene Marke oder deinen eigenen Online-Shop zu kreieren. Viel Spaß mit dem ganzen Video, es werden alle Fragen geklärt, da viele zusätzliche Sachen noch mit aufgenommen und lehn dich zurück. Bau deinen Shopify-Shop parallel zu diesem Video auf und viel Erfolg wünsche ich dir. Clip ab und let's go. Wir sind jetzt im Büro und was wir jetzt machen werden, werden zusammen Schritt für Schritt deinen Shopify-Shop aufbauen. Das heißt, wenn du schon immer den Traum hast von einem eigenen Online-Shop, ist das das einzige Video, was du benötigst, um deinen Shop jetzt aufzubauen. Wir werden alles besprechen. Ja, und wir fangen jetzt direkt mal an. Wir bauen das Ganze mit Shopify auf, wie bereits im Titel erwähnt. Ja, darum bist du heute hier. So, was wir jetzt als Erste machen werden, ist es auf Englisch. Ich hoffe, es ist nicht so wild. Ja, ich hoffe, ihr kommt noch zurecht. Wie bereits erwähnt, werde ich einen Shop in der Fußballnische machen. Und darum fangen wir mal an mit soccerbuddies@gamex.de. Das kannst du alles skippen. Das ist irrelevant. Das ist für das Customer Relationship Management System. Ah, Your Shopify Name habe ich geskippt. Das wäre vielleicht nochmal wichtig. Das Soccer Buddies Shop. Das ist jetzt irrelevant, wie du das Ganze hier noch nennst. Das ist eh deine indirekte URL. Wir werden noch später eine andere Domain kaufen. Ja, das heißt, alles halb so wild hier. Wir sind aus Deutschland. Das passt. Wunderbar. Continue with Email. Und was machen wir? Ein Passwort. Und der erste Schritt ist erledigt. Du bist jetzt schon weiter als 99% der anderen Leute, die vorhaben, einen Shopify-Shop aufzubauen. Unser Shop wird gerade erstellt. Und was ich so toll finde an Shopify, ist mittlerweile sehr, sehr einfach, einen Online-Shop online zu kriegen. Du kannst innerhalb von wenigen Stunden einen gut aussehenden Online-Shop haben. Ja, das Ganze wirst du heute sehen und du wirst sehen, wie einfach es eigentlich ist. So, wir sind jetzt im Admin-Bereich von Shopify. Hier wirst du viele schöne Tage erleben, aber auch viele grauenhafte Tage, wenn es mal nicht so gut läuft. Hier siehst du bald deinen Umsatz, wenn du mit dem Shop live gehst. Das ist alles, ja, man kann das alles überspringen. Ich werde dir kurz mal die Shopify-Dashboards, Shopify-Einstellungen zeigen, ja, was noch wichtig ist. Wir werden den Shop gleich mal übersetzen auf Deutsch und dann werden wir den Shop designen. Das Design, das machst du hier. Aber bevor wir das Design picken und auswählen und machen, gehen wir mal hier durch die ganzen Punkte durch. Schau mal, das ist die Startseite. Hier sieht man dann deinen Umsatz. Hier sind die ganzen Bestellungen, die du hast. Das Ganze kannst du super hier koordinieren, steuern und genau alle Kunden mit deinen Bestellnummern ansehen. Hier haben wir die ganzen Produkte, die bei dir im Shop gelistet sind. Wir werden heute auch noch ein Produkt zusammen erstellen. Das heißt, das wird auch nochmal witzig. Hier sind deine Kundendaten, deine ganzen Analytics. Hier wirst du auch schöne und schlechte Tage haben. Totaler und ganzer Umsatz, wie viele Sitzungen, was der durchschnittliche Bestellwert ist, etc. etc. Ja, wir stellen es gleich auf Deutsch, keine Sorge. Marketing benutzen viele nicht, ich unter anderem auch nicht. Ist nicht notwendig, wenn du die richtigen Apps hast. Das ist erst seit neuestem mit dabei. Rabattcodes, falls du irgendwelche Aktionen starten möchtest. Und hier ist der Online-Shop. Das überspringen wir jetzt aber. Und die Apps überspringen wir jetzt auch mal, um auf die oder um in die Einstellungen zu gehen. Und das erste, was ich mache, ich habe jetzt ganz über eine englische Seite gestartet, darum ist bei mir alles auf Englisch. Darum ist das erste, was ich mache, ich muss die Sprache umstellen. Ja? Das heißt, wir gehen hier. Du gibst hier einfach ein Language in diesem Fall. So, Account Language. Das ändern wir jetzt erstmal um. So, Preferred Language, Deutsch. Das war die erste Änderung, jetzt ist alles auf Deutsch. Und die zweite Änderung, du kannst hier nochmal reinschauen. Veröffentlichte Sprache Englisch. Standard ändern und wir wählen hier auf jeden Fall auch Deutsch aufs. Wenn du auf der deutschen Startseite, wenn du auf der deutschen Shopify-Seite startest, ist das alles schon voreingestellt. So, ich rede hier nochmal über diese Einstellungen, über das Einstellungsmenü. Du hast die Shop Details hier. Du kannst deine Kontaktinformationen hier noch angeben. Das sind dann deine Bestellungen, in welcher Reihenfolge die dann stattfinden. Du kannst zum Beispiel hier noch eine 1 hinzufügen. Dann hast du eine bisschen bessere Bestellnummer. Ist aber nicht notwendig. Ja? Sonst hier passt alles, der Shop ist in Euro. Wenn du irgendwann vorhast, noch weitere Währungen zu integrieren, dann machst du das Ganze über Märkte, nicht über diese Standard-Shop-Währung. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, aber wir kommen gleich noch auf Märkte. So, der Plan. Du brauchst natürlich einen Plan. Ich empfehle dir den Basic-Plan, um ehrlich zu sein. Du kannst jetzt den Plan auswählen, wenn du jetzt nicht kaufen. Du kannst hier einen Plan auswählen und du kannst den Basic-Plan hier nutzen. Der kostet 1 Euro im Monat für die nächsten 3 Monate, danach 27 Euro plus dann nochmal kleine
Gebühren. Aber das Ganze ist nicht allzu teuer. Ich empfehle keinen jährlichen, Plan. Du sparst dir 3 Euro, aber du gibst eben ein paar hundert Euro von deinem Kapital aus. Und wir wollen auf jeden Fall Cashflow positiv sein. Darum empfehle ich dir einfach einen monatlichen Plan. Ja? So, dann haben wir die Abrechnung. Was wir hier haben, wir können hier Zahlungsmethoden hinzufügen. Ja, damit können wir dann unseren Plan beispielsweise zahlen, Kreditkarte oder PayPal, ist dir überlassen. Und hier sehen wir natürlich die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Wenn ihr eine habt, die ist jetzt nicht notwendig, aber wenn ihr eine habt, dann tragt die hier ein. Wenn ihr sie nicht habt, könnt ihr eine beantragen, auch als Kleinunternehmer. Könnt ihr eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen. Wofür ist sie wichtig, fragt ihr euch vielleicht. Um später international zu handeln, europaweit zu verkaufen, um bei den Facebook-Ads etc. eure Umsatzsteuer-ID-Nummer anzugeben, ist wichtig, um später die Abrechnung korrekt zu machen. Darum würde ich euch empfehlen, beantragt euch eine und dann könnt ihr euch auch für das OSS-Verfahren anmelden und im OSS-Verfahren könnt ihr europaweit handeln. Ja? Und das ist sehr, sehr nützlich, wenn wir gleich nochmal auf die Märkte gehen, denn der Europahandel ist sehr, sehr einfach mit eurem Shop oder auch der weltweite. Benutzer und Berechtigungen, Shop-Inhaber, Mitarbeiter, falls du einen Customer Care irgendwann hast, du kannst hier Customer Care, dann die E-Mail und dann kannst du hier beispielsweise, willst du sehen, dass er, oder willst, ja okay, ungültige E-Mail, und du willst, dass die Person die Bestellungen ansehen kann, vielleicht noch die Produkte, die Berichte brauchen wir jetzt nicht, aber die Produkte eben mit ansehen kann, die Kunden mit ansehen kann und eben die wichtigsten Sachen einfach mit ansehen kann. Wenn du eine Buchhaltung hast, natürlich Rechnungen anzeigen, App-Zugang, wenn du eine Rechnungs-App hast und dementsprechend kannst du deinen Mitarbeiter hier richtig einplanen. Wenn du einen Plan upgradest, hast du auch mehr Mitarbeiter, das heißt, im Basic-Plan hast du eben 2. So, Zahlungen, sehr, sehr wichtig. Was ich hier für Zahlungen empfehle, ich empfehle dir als erstmal Shopify Payments. Hier musst du einmal deine ganzen Daten eingeben und auch deine Steuernummer. Ja, das ist wichtig, dass du die upfront organisierst, bevor du irgendwann hier dran hängst. Das heißt, Shopify Payments, damit kannst du Kreditkartenzahlungen annehmen, Sofortüberweisungszahlungen und auch Amex und so weiter und so fort. Und damit empfehle ich dir einmal Shopify Payments und Nummer 2 PayPal. Das reicht vollkommen für den Anfang. Du kannst hier später auch, ich zeige es euch mal hier, ihr könnt hier richtig, also ihr könnt euch richtig austoben, ihr könnt Ethereum annehmen, ihr könnt alles Mögliche annehmen. Das sind die ganzen Zahlungsanbieter. Wo haben wir was mit Ethereum? Vielleicht Coinbase Commerce. Hier könnt ihr Bitcoins annehmen, ihr könnt Ethereum annehmen, aber ich sage es euch ehrlich, damit zahlt niemand und ist es einfach unnötig. Ja, ist es cool, ja, aber unnötig. Was könnt ihr außerdem machen? Ist hier Stripe vielleicht Molly? Könnt ihr auch installieren. Viele haben Probleme mit Shopify Payments und Klarna. Ja, falls du siehst, du hast zu viele Abbrüche, deswegen installieren viele Molly. Und es gibt auch, du kannst dich auch direkt bei Klarna anmelden und direkt mit Klarna dann das Ganze hier machen. Hier, Klarna direkt. Was empfehle ich? Du kannst auf jeden Fall mal mit Shopify Payments anfangen, denn das umgreift alles. Und mit PayPal, das sind die 2. Viele fragen sich auch vielleicht, okay, manuell, vielleicht eine Überweisung mit dazu. Ja, ich sage nein. Aus dem einfachen Grund, ich habe am Anfang damit gearbeitet und das ist so unstrukturiert. Die Leute überweisen nicht und dann musst du Mails nachschreiben. Das ist einfach viel zu viel. Das heißt, hier manuell Zahlungsmethoden, Überweisung oder sowas nicht auswählen und nicht machen. Tu dir selbst bitte den Gefallen. So, Checkout. Konten sind optional. Das heißt, du kannst ihm überlassen, ob er ein Konto machen möchte oder nicht. Was kannst du hier machen? Unternehmensname, Adresse, das passt. Trinkgeld, das würde ich nicht anmachen. Leute können dir Trinkgeld geben, muss jetzt nicht sein, um ehrlich zu sein. Nachdem eine Bestellung bezahlt wurde, du kannst eine automatische Ausführung der Einzelposition der Bestellung auswählen. Dann werden deine ganzen Bestellungen automatisch versendet. Wenn du beispielsweise Print-on-Demand machst oder beispielsweise Dropshipping, kann ich dir empfehlen, dass du einfach weniger Arbeit hast. Wenn du am Anfang noch erstmal sagst, ich gehe auf Nummer sicher, ich will manuell alles überprüfen, dann einfach keine Position der Bestellung automatisch ausführen, die Bestellung automatisch archivieren, können wir anlassen. E-Mail-Marketing vorab ausgewählt, ja passt, das lassen wir so. Checkout-Seite wird auf Deutsch angezeigt, speichern und die nächste Einstellung ist fertig. Wir machen weiter mit dem Versand und der Zustellung. Du hast hier deine allgemeinen Versandtarife, gehst hier einmal auf das Ganze hier. Was du hier siehst, folgendes, 50 Euro und mehr ist kostenlos, das heißt Versand kostenfrei ab 50 Euro. 0 Euro und mehr, das passt. Das ist wundervoll. Europäische Union, 1999. Das kannst du auf jeden Fall mal bearbeiten
und kommt auch von welchem Anbieter du arbeitest, aber du kannst hier auf 7,99 und fertig. Rest der Welt, das muss auch nicht so teuer sein, 14,99 und gut ist, ja, speichern. So, früher hat man das hier mit den Gewichten eingestellt, muss heutzutage nicht mehr sein, macht dir das Leben einfach und arbeite einfach mit Bestellwert. So, das war's hierzu, dann haben wir die Tarife, dann machen wir auch schon weiter mit Steuern und Zollgebühren. Europäische Union, Umsatzsteuer erheben, One-Stop-Registrierung, das immer wieder bei dem Punkt. Wenn du dich für das OSS-Verfahren registrierst, kannst du das hier auswählen. Du gehst zum nächsten, du gibst deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an und du hast deine Steuern gemacht. Befreiung für Kleinstunternehmen, muss ich ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es beim EU-Handel ist, da musst du einen Steuerberater fragen. Als ich Kleinunternehmer war, habe ich nicht in der EU gehandelt, ich habe in Deutschland gehandelt und da verlangst du eben keine Umsatzsteuer. Aber genau, das müssen wir nur Steuerberater abklären, wenn du Kleinunternehmer bist. So, dann haben wir das gemacht. Europäische Union. Preise inklusive Steuern anzeigen. Wenn du Kleinunternehmer bist, kannst du das auch wegmachen. Und genau, so, wir machen weiter mit dem Standort. Shop Location Deutschland, das passt, müssen wir nichts mehr machen. Gutscheine sind auch in Ordnung. Märkte, jetzt wird es sehr, sehr interessant. Bitte aufpassen, so. Wenn ihr hier einen Markt hinzufügt, da jetzt bitte auf jeden Fall aufpassen. Ihr könnt hier einen Markt hinzufügen, beispielsweise Niederlande. So, dann habt ihr Niederlande, fertig und ihr speichert das ab. Wenn ihr beispielsweise hier einen Markt hinzufügt, könnt ihr genau schauen und könnt genau einstellen, wie es sich in diesem Land oder was in diesem Land passieren soll. Ja, das empfehle ich auf jeden Fall für ein paar Länder, später in einem weiteren Verlauf. Beispielsweise Niederlande ist ein sehr, sehr tolles Land zum Verkaufen. Auch natürlich Spanien, Frankreich, Italien. Lasst das alles mit drinnen, beziehungsweise fügt die Märkte hinzu. Installiert euch die App Geolocation, installiert euch die App Langify und ihr könnt es sehr, sehr einfach übersetzen. Ich werde jetzt in diesem Video darüber reden. Es wird zu lang, das Video dann. Ja, das heißt, in diesem Video möchte ich noch einen Shop aufbauen. Darum ganz easy. Ihr könnt es machen, aber wir werden es nicht in diesem Video besprechen. Ja? So, Apps und Vertriebskanäle. Momentan noch nicht so wichtig. Ach, Geolocation ist schon installiert. Hier könnt ihr eure Domain kaufen. So, neue Domain kaufen. Auch ganz einfach. Soccer Buddies Shop. 15 US-Dollar im Jahr. Kann man machen. Ihr könnt auch alternativ auf Jonos die Domain kaufen. Kundenereignisse nicht so wichtig. Mal schauen, was es hier in Marke gibt. Momentan auch noch nicht so wichtig. Benachrichtigungen sind alle auf Deutsch, das passt. Früher war alles auf Englisch, das war ein Problem. Das passt. Hier gehen die ganzen E-Mails raus, wenn jemand bestellt hat, wenn jemand die Bestellung bearbeitet hat, wenn jemand die Bestellung storniert hat. Das sind alles automatisierte E-Mails. Metafelder auch nicht so wichtig, ebenfalls nicht wichtig. Sprachen haben wir schon eingestellt. Und in den Richtlinien könnt ihr euer Widerrufsrecht, Datenschutzerklärung etc. mit einblenden. Ja, wo macht man das Ganze? Ich empfehle beispielsweise den Händlerbund. Kannst auf Händlerbund einen Account kreieren und dann könnt ihr für unter 20 Euro, ein großes Problem, was viele haben, ich weiß nicht, wie ich meine Rechtstexte mache, einfach bei Händlerbund unter 20 Euro im Monat hast du deine Texte. Empfehle ich es bei anderen, die Rechtstexte zu kopieren? Absolut nicht. Macht dir nicht strafbar, macht es einfach nicht, sammel nicht, oder spar nicht dann Cents, um dann Euros zu verlieren. Ja, macht das einfach nicht. So, das heißt, die ganzen Einstellungen sind fertig. Der nächste Schritt ist jetzt, deinen Online-Shop zu konfigurieren und das werden wir jetzt machen. Nummer 1, du hast bereits einen Online-Shop, da ist das Dawn-Theme installiert. Wie ist das Theme? Ist in Ordnung, ist jetzt aber nicht meine erste Wahl. Es gibt hier im Shopify Theme Store viele unterschiedliche Themes, die du installieren kannst. Ich empfehle dir immer, wenn du Umsatz machst, ein bezahltes Theme zu kaufen, um ehrlich zu sein. Ja? Was machen wir mal? Popularity. Ja klar, die kostenlosen sind sehr, sehr populär. Wann kommen die bezahlt? Impuls, ein schönes Theme. Prestige, ein schönes Theme. Was haben wir noch? Mit was habe ich noch gearbeitet? Streamline, ein wundervolles Theme. Das sind alles Themes, mit denen ich sehr, sehr gerne arbeite. Und was du jetzt machen kannst, ist beispielsweise mal das Refresh-Theme auszuwählen. Ja? Wir arbeiten mit dem Refresh-Theme im heutigen Video. Hier wird das Theme installiert. Ich mag das Thorn-Theme nicht, um ehrlich zu sein. Wir werden jetzt mal mit Refresh arbeiten und wir werden jetzt mal zusammen den Shop installieren. Aber, wie gesagt, schau, was für eine Nische du hast, in was für einem Bereich du einen Online-Shop machst und passt dein Theme dann darauf an. So, was wir jetzt machen ist, wir haben jetzt das Theme hier. Wir können das auch gleich schon veröffentlichen, um ehrlich zu sein. Ich meine, der Shop ist ja eh noch nicht online. So, das hat jetzt das Dawn-Theme ersetzt.
Und jetzt passen wir es einmal zusammen an. Wichtig beim Online-Shop-Aufbau ist, ich gehe mal so vor, dass ich am Anfang das, ich sag mal, minimal oder das Ganze minimal halte, minimalistisch, aus dem einfachen Grund, um schnell online zu gehen, die ersten Produkte zu testen. Und während die erste Werbung läuft, kann ich jetzt nochmal den Shop anpassen. Das heißt, am Anfang kann es ganz, ganz basic sein. Es muss nicht sonderlich wild sein. Und darum werden wir auch ein paar Sachen rauslöschen. Ja, beispielsweise hier Bild mit Text, Abschnitt entfernen. Und Achtung, ich werde mich jetzt ein paar Mal wiederholen. Abschnitt entfernen. Abschnitt entfernen. Abschnitt entfernen. Abschnitt entfernen. Rich Text, Abschnitt entfernen. Auch wenn mir der Name gefällt, Rich Text. E-Mail-Anmeldung kann drin bleiben. Blogbeiträge, kein Blog am Anfang. Guck, fokussiere dich auf die wichtigen Sachen. So, das hier, die meisten Texte, die ich eh sehe, sind sinnlos. Darum auch das hier raus. So, Slideshow 2, Blog entfernen. Slideshow 3, ja, auch entfernen. So, das heißt, wir haben das Ganze jetzt wirklich einfach gehalten. Und was wir jetzt erstmal machen ist, du brauchst natürlich ein Logo. Wo kreierst du ein Logo? Du kannst auf canva.com Logos kreieren, du kannst auf Placeit Logos kreieren, du kannst aber auch Fiverr Logos kreieren und auch auf Upwork Logos kreieren. Ja, das sind alles Seiten, wo du Logos kreieren lassen kannst. Ich habe eine eigene Designagentur, Market Designs, und ich habe mir da ein Logo kreieren lassen, um ehrlich zu sein. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Logo an, denn ausgehend davon werden wir den ganzen Shop einmal machen. Ich habe jetzt zwei Logos. Einmal in weiß, einmal in schwarz, präventiv, denn manchmal passt die Farbe nicht und dann willst du einfach eine andere Farbe. Ja? Ich werde jetzt erstmal das Weiße hochladen. So, Soccer Buddies. Einmal habe ich das Ganze jetzt ausgewählt. Und wir können es ein bisschen größer machen. Ja, okay. Ja, nehmen wir mal so hin. Ja? Wichtig ist, dass ihr euren Shop auch auf das Smartphone optimiert bearbeitet. Ja? By the way, das ist euer Online-Shop schon, ja. Also wir haben bis jetzt nur ein Logo hochgeladen. So, wir machen weiter. Ankündigungsleiste, was machen wir hier? Hier könnt ihr auf jeden Fall Werbung reinschreiben, kostenfreier Versand ab 50 Euro. Das könnt ihr beispielsweise reinschreiben, ihr könnt aber auch zu dieser Zeit reinschreiben. Wir lassen das mal drin, aber ihr könnt beispielsweise ein paar Ideen noch für euch. Weihnachtsverkauf, Christmas Sale, Black Friday Sale, oder ist jetzt schon vorbei, aber sowas in diese Richtung, oder New Year Sale. Egal was es ist, ihr könnt dann euer, ich sag mal, aktuelles Event mit reinschreiben. Ihr könnt euch auch aber die App Ultimate Sales Boost holen und dann nochmal, ich sag mal, schöneren Countdown Damen oder Countdown Timer Bar, eins von denen. Aber wir fangen jetzt mal an, ganz, ganz basic, denn wir wollen schnell den Online-Shop online bekommen, um dann später daran zu arbeiten, wenn schon die Werbung läuft, ja. Darum, wir machen jetzt einmal eine Farbe, Ankündigungsleiste passt, kostenfreier Versand passt, Header, mal schauen, was wir hier noch alles machen können. Eigentlich brauchen wir hier nichts, das Main-Menü passt, das werden wir noch später bearbeiten. Fixierten Header aktivieren, dass der Header hier fixiert ist, das passt. Ja, das ist doch eigentlich wundervoll. Ja, wir müssen jetzt wirklich nicht alles komplizierter machen, als die Sache ist. Darum gehen wir jetzt rüber zu diesen Einstellungen hier, das sind nämlich die Farben. Und jetzt wollen wir einen schönen Farbverlauf hinkriegen. Was ist bekannt für die Fußballnische natürlich? Ein saftiges Grün. Ja? Wichtig ist, dass wir das Grün nicht zu hell machen. Was ich gerne mache, was für eine Farbkombination. Ich gehe hier auf, naja, auf das nicht. Ich gehe hier mal gerne auf Schwarz. Nicht das dunkelste Schwarz und nicht das hellste Weiß. Und dann kombiniere ich das mit einem Grün. Und dann schaue ich, ob das Ganze zusammenspielt. Wichtig ist jetzt eine Sache. Wir haben das vorhin nicht gemacht. Wir müssen hier Farbschema. Wir können beispielsweise Akzent 2 auswählen. Und dann hier Akzent 2 genau die Farbe einstellen. Wir wollen jetzt ein saftiges, ja, okay, wir wollen ein bisschen dunkleres Grün. Und habe einen guten Tipp von meinem Kollegen Emre bekommen am Anfang meiner E-Commerce-Karriere. Mach es immer ein bisschen dunkler, als die recht ist. Seitdem mache ich das. Oh, oh, oh. Das wäre jetzt nicht so gut. So, das passt. Das lassen wir jetzt mal für den Anfang. Das ist auch in der Akzent 2 Farbe jetzt. Das können wir einmal umstellen, wenn ihr wollt, auf Akzent 1. Jetzt sieht das absolut nicht mehr gut aus. Was wir jetzt machen können, dass das Ganze komplett ausschaut, ist, wir gehen mal hier drauf. Ne. Hier, wir wählen Akzent 2 aus. Und wir gehen hier drauf und wählen Akzent 2 aus. Ja, dass das Ganze mal, ich sag mal, einheitlich einfach mal ausschaut. So, wir haben jetzt das hier bis jetzt gemacht. So, wir machen direkt hier weiter, wir gehen chronologisch vor.
Das heißt, wir haben jetzt die Slideshow. Und was ich bei der Slideshow sehr, sehr gerne mache, ihr könnt entweder, wenn ihr schon bereits Designs habt oder Produkte, könnt ihr das hier drauf platzieren, placeit.net heißt der Spaß, und dann als Titelbild reinnehmen. Ihr könnt aber auch auf Pixabay Bilder runterladen und da benutzen. Was ihr aber auch machen könnt, ist nämlich, ihr könnt jetzt hier auf Bilder auswählen, auf kostenlose Bilder. Gebt mal Fußball ein, das habe ich noch nie gemacht. Ja, jetzt weiß ich auch warum. Soccer. Und hier könnt ihr ein Bild auswählen, ja. Das heißt beispielsweise das hier, das ist jetzt ein wenig groß geworden. Auf jeden Fall, nee, das gefällt mir nicht so. Also am liebsten habe ich eine Person mit dabei. Das sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus, ey. Ja, naja. Desktop. Größere Überschrift. Nee, wir lassen es bei Mittel. Speichern es mal ab. So, wir schauen mal, wie der ganze Spaß einmal ausschaut. Wir öffnen mal hier den Shop. Lässt sich drüber streiten. Wieso habe ich überhaupt dieses Video gemacht, wenn der Shop bis jetzt so ausschaut? Gefällt mir nicht so, um ehrlich zu sein. Da wollen wir jetzt doch den Schritt machen auf Pixabay. Was mit Soccer suchen, das ist aber süß, passt halt nicht. Das ist zu professionell alles für einen Fanshop. Zu professionell alles. Ich als alter Bayerer kann das nicht akzeptieren. Was haben wir, was haben wir, was haben wir? Wie ist denn das? Also das Bild will ich mir noch runterladen. Football oder Soccer everywhere. Nee, anytime, anywhere. Oder also Fußball immer und egal wo. Irgendwie sowas auf Deutsch. Das können wir mal runterladen. Gar nicht mal so schlecht. So. Also wir haben jetzt zwei Bilder, die wir kostenlos benutzen dürfen. Und jetzt ändern wir dieses Bild. Bild ändern. Okay, wir haben jetzt mal dieses Bild hier. Wäre noch besser, wenn wir dieses Grün miteinander zusammenspielen lassen, aber wir schauen es dann nochmal an. Titel. Fußballprodukte für echte Fans. Entdecke jetzt unsere Neuheiten. Shop now auf. Jetzt einkaufen. So. Passt. Hier ist noch ein komisches Blau drin. Das ändern wir gleich um. Bildüberlagerung. Deckkraft. Ein ganz bisschen dunkler stellen, dass mit dem Grün passt. Farbschema. Hintergrund. 1. Und was sagt ihr bis jetzt? Lassen wir mal so stehen, ja. Lassen wir mal so einen Raum. Okay, hier noch einmal. Entdecke jetzt unsere neue Kollektion. Und was ihr jetzt noch machen könnt, ist folgendes. E-Mail-Anmeldung. Jetzt eintragen und nichts verpassen. E-Mail. Und hier könnt ihr natürlich noch alles einmal umschreiben. Über uns. Ihr kennt es vom Anfang. Entfernen, entfernen. Hier ein Logo auswählen, ein weißes Logo, ein bisschen klein wieder mal geraten. Okay, hier kommen noch unsere Seiten hin, das passt. Aber jetzt fällt jetzt sieht's so ein bisschen leer aus. Wir können jetzt noch hier auf jeden Fall was hinzufügen, nämlich ein vorgestelltes Produkt. So, und das können wir, hier können wir unseren Bestseller mit reinnehmen. So. Die Startseite ist jetzt mal für den Anfang fertig. Wir haben jetzt wie lange gebraucht? Vielleicht 10, 20 Minuten. Und das ist bis jetzt unsere Startseite. Natürlich müssen wir jetzt Produkte integrieren. Und das ist jetzt unser nächster Step. Was wir jetzt auch noch machen, ist präventiv. Ja, ich will euch erzählen, wir werden noch die Produktseite umändern. Wir können das noch nicht machen, denn wir brauchen erst ein Produkt. Und in dem Beispiel arbeite ich jetzt mal in eigener Druckerei. So, es ist Market Print. Ich werde die App einmal installieren. So, und damit mein erstes Produkt kreieren. So, falls ihr mich noch nicht kennt, ich mache gerne Print on Demand. Darum arbeiten wir jetzt mit einem Print on Demand Produkt. Was wir jetzt machen ist, wir werden ein Design uploaden. Soccer Buddies. So, das ist jetzt ein Design, was ich jetzt kreieren lassen habe. Wir stellen einmal das Mockup zusammen. Ja. Haben jetzt das schwarze Produkt, das sieht natürlich absolut grauenhaft aus. Das nimmt man nicht mit in den Shop rein. Ja, ein beiges Produkt immer. So, und dann nennen wir Soccer Buddies Oversized Shirt. Wir schreiben kurz eine Produktbeschreibung. So, ich werde mir jetzt eine Produktbeschreibung einfach rauskopieren. Ich werde einen Preis mit reinnehmen, 32,99 €. Und ich werde dieses T-Shirt jetzt erstellen. So, das Produkt wurde erstellt. Vielen Dank. So, wenn wir jetzt auf Produkte gehen, dann haben wir einmal dieses Shirt bereits hier. Wir machen eine Vorschau im Online-Shop.
Pop-up-Fenster wird blockiert. Toll. Dann gehen wir doch hier rein und wir finden dieses Produkt. So, jetzt passen wir noch die Produktseite an. Jetzt haben wir unser Beispielprodukt. Nummer 1 ist, wir gehen wieder zurück auf Online-Shop. By the way, ihr habt ihr gerade eure Produkte. So, die könnt ihr dort. Das zeige ich euch auch noch mal kurz, wenn wir schon dabei sind. Hier ist by the way das Produkt. Was ihr machen könnt ist, ihr habt das Ganze hier. So, bei dem Produkt könnt ihr Folgendes machen. Ihr habt hier beispielsweise, könnt ihr noch mehr Bilder hinzufügen. Ihr könnt euch beispielsweise hier bei Playset Bilder machen. Und dann hier hinzufügen. Ihr habt die Größen hier mit dabei, ihr habt die Farbe hier mit dabei, beige. Ihr könnt sie auch jetzt umbenennen, wenn ihr wollt. Ja, was ich euch nicht empfehle, warum solltet ihr das machen? Ihr könnt hier auf SEO arbeiten. Ja, beispielsweise könnt ihr noch Fußball mit reinnehmen oder dieses Oversized Shirt. Yada, yada, yada. Ihr könnt hier ein paar SEO-Texte mit reinnehmen, beispielsweise Fußball-Shirt. Ja. Das heißt, für alle Fußball-Shirts oder für alle Fußball-Fans gedacht, etc. Dann könnt ihr noch SEO mit reinnehmen und dann speichern. Damit werdet ihr irgendwann auf Google gerankt, was nicht kurzfristig funktioniert. Und dann könnt ihr alles abspeichern und gut ist. Genau, ihr könnt aber auch, ja, was natürlich wichtig ist später, die Preise bearbeiten. Ja, ihr sagt zum Beispiel, weißt du was, mein T-Shirt ist so geil, ich mache es ab jetzt teurer. Und dann könnt ihr hier auch die Preise bearbeiten. Wenn ihr nochmal hier reingeht, hier gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt euch einfach mal durcharbeiten. Ja? So, aber jetzt, it's time for the online shop again. Wir gehen auf Anpassen. Das erste, was mir auffällt, und hier seht ihr, es ist live, diese Hintergrundfarbe ist abgrundtief hässlich. Ja? Das heißt, warum sollte man einen Shop nicht in weiß lassen? Darum, wenn wir jetzt den Hintergrund mal hier anpassen, ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Und hier, ja, ist schon viel, viel besser, sieht jetzt besser aus. So, dann gehen wir hier auf Produkte und wir gehen auf das Standardprodukt und das Prozedere, das kennt ihr bereits. Viele unnötige Punkte. Eine Produktseite ist dafür da, dass das Produkt verkauft, nicht um die Marke zu verkaufen oder sonst was. Das stört nur und das muss auf jeden Fall alles wieder einmal komplett weg. So, was habt ihr jetzt? Ihr habt die Produktempfehlungen drinnen. Das könnte dir auch gefallen, wenn du mehr Produkte hast, dann wird das wieder angezeigt. Das reicht, E-Mail-Anmeldung, das könnt ihr noch bearbeiten. Das könnt ihr hier auf klein lassen, raus und passt. So, ihr habt jetzt hier diese Produktseite. Ich empfehle euch noch folgende App, die werden wir gleich nochmal anschauen. Das ist nämlich die Lux-App, eine Bewertungs-App. Die würde ich euch auf jeden Fall auch nochmal empfehlen. So, dann haben wir das noch in den Warenkorb legen. Das machen wir jetzt mal nicht an. Was haben wir hier noch alles? Vielleicht die Buttonfarbe nochmal. Team-Einstellungen Nummer 1, Nummer 2. Okay, dann haben wir die letzte Farbe nochmal umgeändert. Speichern wir auf jeden Fall auch nochmal ab. Kurz nochmal einen Double-Check machen. Das heißt, die Produktseite ist ja auch erledigt. Wir haben einmal noch die weiterempfohlenen Produkte, die werden dann auch angezeigt, wenn ihr mehr Produkte habt. Und einmal die Bewertungs-App Lux oder eine kostenlose Shopify-App Reviews. So, der nächste Step ist jetzt folgender. Wir werden jetzt nochmal einen letzten Schliff machen. Speichern, Startseite. Und jetzt werden wir noch einmal hier einmal die Typografie ändern. Wir brauchen eine Schrift, die uns besser gefällt. Wir laden mal weiter. Wir schauen mal, was wir noch haben. Wie ist die Schrift? Ja, die gefällt mir eigentlich gut. Neue Lieblingsschrift. Finde ich die schon besser. Hier könnt ihr euch durchklicken und eure Schrift kommt drauf an, was für ein Stil von Shop, was für einen Shop ihr haben wollt. Die gefällt mir gut. Und hier nochmal ein. Was mir nicht gefällt, ist die ist sehr, sehr gebogen, die Schrift. Und darum nehme ich hier jetzt mal was. Was haben wir hier noch? Hier könnt ihr euch einmal durchklicken. Hier sind ja viele unnötige Sachen, die bereits eingestellt sind. Ja, aber hier könnt ihr euch mal gerne nochmal durchklicken und das Ganze anschauen. Wir haben die Startseite, wir haben die Produktseite, wir haben Produkte integriert, wir haben die Shopify-Einstellungen erklärt. Jetzt gehen wir noch einmal zum Checkout. Viele Leute beachten den Checkout gar nicht, ist ja auch nicht so wichtig. Da kaufen ja die Leute nur am Ende des Tages ein. Das heißt, hier werden wir jetzt auch noch einmal ein bisschen unseren Senf dazu abgeben. Was wir jetzt mal machen werden, ist folgendes. Wir schauen den Warenkorb an, weitere Produkte auschecken. Auch wenn ich den Shop nicht weiterführe, den können wir nicht so lassen. Code, ach, wir wollen nicht in Code. Da ist es ein bisschen zu kompliziert. Wir wollen die Sprache bearbeiten. Jetzt könnt ihr STRG F drücken, auschecken. Wo haben wir es denn? Hier könnt ihr, by the way, alles bearbeiten. Ja, hier. Speichern, anpassen,
Warenkorb. Passt. Viel besser. Viel, viel besser. So, dann haben wir das auch noch erledigt. Was soll ich euch noch zeigen? Vielleicht nochmal die Kategorien. Ihr habt hier die Homepage-Kategorie. Ihr könnt die natürlich ersetzen, umbenennen. Und jetzt nochmal eine wichtige Sache. Hier im Navigationsmenü habt ihr einmal das Main-Menü. Ich nenne es mal Hauptmenü einfach. So, dann habt ihr hier die Startseite. Ich will jetzt nicht kaufen. Dann habt ihr einmal alle Produkte. Und hier natürlich noch einmal Kontakt. So, dann haben wir diese Änderung gemacht. Und natürlich muss man gleichzeitig das Footer-Menü umändern. Und wenn ihr vorhin aufgepasst habt, dann habe ich hier ein paar X's mit reingemacht, ja, um einfach euch zu zeigen, dass ihr jetzt das hier hinzufügen könnt. Wollt ihr vielleicht noch, dass ich es euch zeige, wo ich es gemacht habe? Werde ich auch noch mal ganz kurz machen. Ja, Menü speichern. Ja, das war nämlich hier bei den Richtlinien. Da habe ich nämlich hier X's mit reingemacht und die empfehle ich auch mit reinzumachen, ja. Und dann speichert es das ab. Also ich will vor euch die Rechtsecks reinmachen und dann könnt ihr die hier hinzufügen. Und here we go. Ein letzter Blick auf unser Kunstwerk in dieser halben Stunde. Fußballprodukte für echte Fans integriert unsere Neuheiten jetzt einkaufen. Hier haben wir die geänderten Felder. Hier haben wir das Produkt. Ah, das machen wir jetzt auch nochmal, wenn wir schon dabei sind. Und hier haben wir dann die Rechtstexte. Letzte Änderung, Leute, unser letzter Spaß zusammen. Wir gehen hier drauf. Und wie ihr seht, ist es immer wieder machen, schauen, wie es ausschaut und weiter verbessern. Ja? So, das solltet ihr jetzt aber schon mittlerweile wissen, wenn ihr dieses Video bis hierhin angeschaut habt, wie man das macht. Einfach ein Produkt auswählen, speichern. Und go. Also, das war das Video. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn ihr komplett Anleitung wollt, wie ich den ganzen Shop in der Challenge aufbaue und ein paar hundert Euro Umsatz mache, ja, ich habe euch das in den Outcome verraten, empfehle ich euch jetzt meine Shopify-Komplettanleitung anzusehen. Da recherchiere ich eine Nische, da mache ich, kreiere ich Produkte, da kriege ich auch einen Shopify-Shop, da schalte ich Werbung drauf und ich zeige euch die Resultate. Außerdem gibt es eine Spendenaktion, Shopify-Komplettanleitung von ApoSvenny. Schaut es euch jetzt an. Wenn ihr weitere Fragen habt zu eurem Shop, schreibt mir gerne auf Instagram oder hier in die Kommentare. Und unter allen Zuschauern verlose ich in diesem Video diesen Online-Shop. Darum schreibt es in die Kommentare und sichert euch Soccer Buddies Shop. Exclusive made by ApoSvenny.